Also, komm, nimm Ananasgel. Ananasgel, habe ich gesagt. Jetzt hat er es genommen, aber... Wieso funktioniert Ananasgel nicht? Ah, mein letztes Apfelgel. Gut, dass ich noch Mischgele habe. Warte mal, habe ich nicht noch? Ja, bringt ja sehr viel. Ach. Useless. Was, schon fertig? Das reicht aber nicht. Komm wieder, wenn du mehr trainiert hast. Ja. Okay, wir werden nochmal wiederkommen. Jetzt habe ich so viel verschwendet! Oh Mann. Resurrection? Ich kann Resurrection? Ach, kann Resurrection. Oh, wie schön. Okay. Wir werden uns diese Herausforderung nochmal stellen, wenn ich mehr trainiert habe. Der Itemladen war da unten. Aus dem Weg, Täubchen. Ich das auf 13. Das höre ich auch mal auf 12. Magisches Auge. Ach. Egal. Gucken wir uns weiter hier oben. Es gibt ja noch hier ein Häuschen mit irgendeinem Typen. Es ist von Vorteil, dass nur wenige Monster hier herumlaufen. Wieso untersuche ich eigentlich? Kann ich die Pflanze mitnehmen? Nein. Oh, du bist ein Schwertkämpfer? Du kannst das haben, was dort in der Kommode ist. Ich bin nicht in der Lage, es zu verwenden und wollte es schon wegwerfen. Kommode. Dies ist ein Buch der geheimen Technik. Demonic Tiger Blade. Opa, du hast es übertrieben und nun sieh, was passiert ist. Er wollte unbedingt am Kampfturnier teilnehmen und hat nicht auf mich gehört. Ach, Opi, wieso tust du das? Wieso tust du das? Mm-mm.
Sonst ist hier nichts, Fragezeichen. Ja, wir sollen nach Euclid gehen. Gehen wir zu Martell. Mal gucken, wie es dem Baum geht, so. In der Zukunft. Das ist sehr gut! Weil euch konnte ich damals nicht in der ersten Folge scannen. Feuerschwäche. Wildschwein. Ich guck mir vor wie bei Asterix und Obelix. Ja, ess mir Wildschwein! Hast du gehört, Amber? Es gibt Wildschwein! Steck sie in den Backofen. Die kleinen Ferkelchen. Armes Ferkelein. Okay, der Kampf ist ein bisschen unfair. Fell? Was soll ich denn mit Fell? Fell einer Bestie, welches sich hervorragend als Grundlage für Kleidung eignet. Irgendwelche Truhen. Mega-Wespe. Ist die neu? Sieht neu aus. Fühle dich getötet, Wespe. Chester, wieso greifst du mich mit deinem Pfeil an? Nur weil ich auch durch die Luft fliege. Also wirklich. Aber sieht nicht so aus, als wären hier Truhen oder ähnliches. Mega Wespe. Mega Wespe. So spricht man das in meiner Welt aus. Die armen Wespen. Das kannst du doch denen nicht antun. Und ein Pfeil durch meinen Kopf geschossen, Chester. Wieso? Wie gemein ist das denn von dir? Wirklich. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Euclid. Ein paar Mal hier wieder aufgebaut wurde. Aufgebaut wurde. Ach, krass. Nicht weglaufen. Acht Erfahrung.
Aber Hauptsache, die bringen so viel Geld. Okay. Soll ich jetzt schon nach Euclid gehen? Wir können uns auch weiter ein Büchchen auf dem Kontinent. 26. Obwohl noch nicht heiliges Licht. Gucken wir uns ein bisschen noch hier um. Dann sind wir jetzt in der Zukunft. Killer-Eule ist neu. Mega-Fliege. Gnoll. Ja, die sind alle neu. Feuer und Licht. Feuer? Und die Eule? Die hatten auch Feuer. Feuer und Erde, ich bin ein Genie. Das war mit Feuer. Also, Amber, pack deinen Backofen raus. Was machst du? Reiß den Boden auf, um den Gegner zu schaden. Feuert einen elektrisierten Pfeil ab. Bogen Pfeil. Egal. Lightning Tiger Blade. Yeah. Lightning Tiger Blade. Warte mal, was du machen könntest. Barriere auf unseren schwächsten Kämpfer. Chester. Voll in die Fresse von Chester Firestorm. Ich hoffe, du hattest Sonnencreme drauf, Chester. Wenn nicht, bist du jetzt braun gebrannt. Sag Amber. Amber kann ihr eigenes Sonnenstudio aufmachen. Da geht es nur ein bisschen heißer herzu. Level up. Hündchen! Hier ist ein Hündchen! Hallo, jemand zu Hause? Kinder! Was machen Kinder hier? Erfahrener Künstler, mein Name lautet Kurio. Ich bin ein Künstler. Mein Künstlerherz wird durch Berühmtheiten in Wallung gebracht. Kunst ist... eine Explosion! Ich weiß. Brauchst du mir nicht zu sagen. Mein Urgroßvater war ein unglaublicher Heiler. Und sein Großvater war der große Held, der den Dämonenkönig besiegt hat. Das stimmt, ehrlich. Aber ich hab den... Meint ihr damit jetzt Daos? Aber ich habe Daos doch besiegt. Oh Gott, ist das kleine Balk da vorne etwa mein Kind? Ach du Scheiße! Also bin ich in meinem Haus oder wie? Naja. Ah, Koch! 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 Nicht du, der andere in Weiß. Ja, gib mir dein Rezept.
Pescator? Was ist das? Wie bei Mama füllt mittlere Menge KP auf. Meeresfrüchtepasta füllt kleine Menge KP auf. Halt, Paralyse, Vergiftung. Ein Hummer. Alles klar. Ich bin das Zimmermädchen. Dies ist ein großartiger Ort, nicht wahr? Hier ist alles so schön grün und die Luft ist so frisch. Da sitzt noch jemand.